Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Land 2 Deluxe. Dafür steht das CX-Level. In der letzten Folge haben wir die Mario-Zone gemacht, wo es kein Bonus-Level gab. Und heute kommt die allerletzte Stage, beziehungsweise halt von dieser Welt. Denn danach kommt ja, glaube ich, noch unser Schloss. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schloss von Mario / Wario auch noch eine eigene Welt sind. Aber ich vermute mal schon. Von daher kommt hiernach dann doch nochmal was. Aber werden wir sehen. Oder wir kloppen einfach Wario kaputt, weil der hat sich selber nichts überlegt für sein Schloss, wie er das verteidigen kann. Denn der dachte, ja, hier, ich verteile einfach die 6 Münzen und dann passt das schon. Da kommt Mario niemals dran vorbei. Wieso hat der Tischtennisschläger? Was hatte der denn in der Hand? Habt ihr den Hai gesehen? Der hatte irgendwas Komisches. Naja. Und ich glaube, ich wollte das Wasserlevel dann auch als letztes machen, weil Wasserlevel sind meistens richtig blöd, beziehungsweise die ganze Wasserwelt ist wahrscheinlich richtig kacke, weil es ja nur Wasserlevel gibt. Aber ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht ist das Wasserlevel bei dieser Temperatur gar nicht so kacke. Denn vielleicht macht das ja irgendwie, dass man sich dadurch ein bisschen erfrischter fühlt. Hallo, kleiner Hai. Mit wem willst du Tischtennis spielen? Ich habe leider meinen Tischtennisschläger nicht dabei, sonst würde ich gerne mit dir spielen. Aber, warte, bringst du mich zu deiner Tischtennisplatte? Nein? Na gut, er ist selber der Ball. Leute, der geht hier mal links nach rechts und er ist selber der Ball. Ich glaube, der Tischtennis ist nicht so ganz verstanden. Aber ist okay. Ich hoffe nur, die erste Map ist irgendwie im Wasser. Weil, keine Ahnung, Wasserlevel sind so richtig komisch. Da kann man nicht so wirklich viel machen. Da ist man halt auch sehr eingeschränkt von den Movements, die man macht. Und hat nicht wirklich viel Freiraum irgendwie, um Fehler wieder gut zu machen. Guck dir das an, das ist doch alles doof hier. Und dann muss man immer ganz lange warten, weil diese Fische einfach nur blöd sind. Ich glaube aber, in diesem Spiel gibt es zumindest keine Fische, die einen verfolgen, oder? Das gab es ja in neueren Teilen auf jeden Fall. Und wir können ja einfach mal raten, was hier der Boss sein wird, Leute. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, aber ich vermute einfach mal... Da ist ja schon das Ziel. Ich vermute einfach mal, dass es so ein Squid-Ding wird. Oder etwas ganz Komisches. So ein Squid-Ding wäre halt sehr naheliegend, finde ich, oder? Schon wieder nichts geworden. Okay, ich bin richtig schlecht geworden in diesem Greifarm-Spiel, ohne Witz. Oder ist es halt wirklich so ein Wal oder ein Hai? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das wird schon so ein Squid sein. Was heißt denn Squid auf Deutsch? Ein Tintenfisch. Oh ja, nur das erste Level war eins. Nur das erste Level war ein Wasserlevel. Okay, jetzt sind das hier so halbe Wasserlevel. Warte. Bei Mario Maker weiß ich, dass diese Grätenfische einen verfolgen, wenn sie einen sehen, aber hier anscheinend nicht. Aber guck mal, da sehe ich doch was. Da sehe ich doch ein Secret. Vielleicht ist da ja ein... Nö, hier ist aber gar ein tolles Secret. Super Secret Room. Geil, 2 Münzen habe ich bekommen. Toll, jetzt gehe ich trotzdem unten lang, oder was? Ich glaube, ich muss sogar unten lang gehen. Okay, es ist also doch ein Wasserlevel. Okay, dann lassen wir die Story irgendwie aufdröseln. Wir sind also ein gestrandeter Dude ohne Strand. Macht das in irgendeiner Weise Sinn? Man weiß es nicht. Was bringen hier diese komischen Räume? Ah, hier ist wenigstens eine Möhre. Vielleicht sollte der erste Raum nur darauf vorbereiten, dass es halt solche Wege gibt nach links. Cool, okay. Ja, jetzt sind wir halt in einem U-Boot drin. Oh, das passt sogar mit meiner englischen Lektüre momentan. Da sind nämlich auch mit dem U-Boot unterwegs. Ich habe euch ja in der letzten Folge schon erzählt. Nein, jetzt wird einfach eingesperrt. Dass ich in Englisch so ein komisches Buch lesen muss. Und ja, da sind die halt mit dem U-Boot unterwegs, was übrigens Submarine heißt auf Englisch. So, hier, Infotainment wieder mal am Start. Richtig cool. Okay, so, wir können uns auch unsere Feuerblume abholen, wenn wir irgendwie nach links kommen, ohne dass uns der Panzer trifft. Hey, Moment, wie kommen wir... Lol, guck mal, der hat den sogar getötet. Mega nice. Da links war die Feuerblume halt irgendwo. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Oh, geile Stacheln hier. Oder Schwerter. Was machen die in einem U-Boot? Sehr komisch designtes U-Boot, möchte ich meinen. Hier ist sie. Siehst du mal. Und hier ist wahrscheinlich überall nur Geld drin. Okay, dann lassen wir die einfach mal. Ich bin jetzt nicht so geldsüchtig. Gibt wichtigere Dinge als Geld im Leben, Leute. Ich habe übrigens Kanalmitgliedschaften auf meinem Kanal. Also ihr könnt mich gerne mit Geld abonnieren. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Gamerkiller und Jay Kloxen, weil das sind bisher meine einzigen beiden Mitglieder. Danke, dass ihr auf jeden Fall Mitglieder geworden seid und ja, ihr seid die Besten. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Ja. Super Überleitung, Dizzy. Super geil. Gut gemacht. So, ich hatte ja auch in der letzten Folge gefragt, ob... man kann die Dinger mitnehmen. What? Okay, das mindblowt mich jetzt richtig. Wie habe ich den denn mitgenommen? Ich habe doch nichts anders gemacht als sonst. Lol, man kann die mitnehmen. Leute, hätte ich das mal früher gewusst. Hätte ich das mal früher gewusst. Und die geht einfach kaputt, wenn man mit seinem Kopf gegen eine Wand knallt. Ist ja ultra gut, Leute. Ultra gut. Hier wird noch nicht der Boss sein. Nein.
Stimmt, das ist auch gar nicht das letzte Level. Ich habe in der letzten Folge gefragt, ob ihr die Bonus-Level alle sehen wollt. Und es meinten alle einstimmig quasi. Alle, die kommentiert haben zumindest. Ja, mach die. Das wird ganz toll. Mach das. Und jetzt muss ich die alle nochmal zeigen, Leute. Weil ihr das so wolltet. Und ihr, ich mach das ja nur für euch, Leute. Ich glaube, wenn ich das solo spielen würde, dann hätte ich die Bonus-Level, dann wären die mir egal. Aber wenn ihr die Gene sehr sehen wollt, und das haben auch schon einige Leute gesagt, dass es halt richtig coole Bonus-Level geben soll, also bin ich aber gespannt. Und ich versuche die natürlich dann auch zu schaffen, nicht so wie jetzt die kläglichen Versuche, die ich mal hatte. Wo ich, ja, ich glaube, ich habe noch kein Bonus-Level beendet, oder? Vielleicht eins von, keine Ahnung, acht? I don't know, Leute, I don't know. Das ist ein sehr komisches Level hier gerade. So eine Art Labyrinth, in dem man sich nicht verlaufen kann, nur ganz viele Röhren. Komisches Game Design. Oben links ist bestimmt noch irgendwas gewesen, aber egal. Das ist bestimmt das Bonus-Level. Aber die Bonus-Level machen wir jetzt in einem Zusatzvideo. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Komische Stacheln hier. Sollen das denn Schwerter sein? Oder sollen das Türen sein, die unten so halb kaputt gemacht worden sind? Ah. Sehr verwirrt das alles. Oh, okay. Oh, es hat funktioniert. Nice. So, jetzt versuchen wir hier mal doch noch was zu bekommen. Wir brauchen ein Power-Up. Am besten so eine Blume. Und alle Blume. Scheiße. Ey, ich kann das nicht mehr. Werden die schwerer pro Level-Ebene-Zone? Oder was ist hier los? Die blöde Turtle-Zone hier. Alles klar, letztes Level. Ah, wir sind jetzt in dem Hai drin. Leute, das erinnert jetzt aber an mehrere Mario-Spiele. Das haben die ein paar Mal noch umgesetzt nach diesem Spiel. Warum sind hier noch mehr drin? Der frisst ja wirklich alles, dieser blöde Wal. Oh! Okay, das ist so eine Art Gummikrams hier. Okay, interessant. In Paper Mario 64, da war... Nee, war das 64? In irgendeinem Paper Mario, da war man auf jeden Fall auch in Wubba Bubba oder sowas drin, hieß der. Oder war das bei Zelda? Ich weiß es gar nicht. Bei Zelda haben sie es auch gemacht. Ist wohl ein sehr beliebtes Thema bei den Japanern. Aber ist ja auch logisch, weil es gibt ja dieses... Pinocchio? Nee, welche... Es gab doch irgend so eine Story, wo Leute von einem Wal gefressen wurden. Das war Pinocchio, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Und aber die Japaner stehen ja auf solche... Ah, auf solche Gedichtfabel-Dinger... Geschichten von den Gebrüder Grimm. Ich vergesse immer wieder den Namen, wie man sowas nennt. Ist das ein Gedicht? Ist das ein... Was ist das? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Pow, pow. Ah, okay, die kann man noch nicht töten. Das ist sehr interessant. Ja, auf jeden Fall gab es das bei Paper Mario. Oder bei Mario RPG irgendeinem Teil. Mario und Luigi machen Bowser kaputt oder sowas. Da gab es auf jeden Fall auch sowas. Finde ich interessant. So, jetzt bin ich gespannt. Das wird ja wohl auf jeden Fall so ein Squidman sein. Ja, I knew it. Oh, der macht kleine Squidmans. Das ist, oh, sehr interessant. Und die kann man nicht töten. Das ist jetzt aber, ich glaube, ich werde gegen den sterben. Moment. Also ich muss auf jeden Fall auf seinen Kopf rauf. So wie immer halt. Wie besiegt man diesen Boss? So wie immer. Einfach auf seinen Kopf rauf. Warum verschwinden die Sprites von denen? Hallo, oh Gott, das war aber knappi. Jetzt komm her. Zack. Einmal noch. Wir warten einfach, bis er wieder, ja, frisch ist. Ich fände jetzt cool, wenn er seine Tinte einfach auf den ganzen Bildschirm raufgespritzt hätte und das dann quasi das Ende wäre. Also dieses Ausblenden, dass das dann... Hätte man richtig cool mit der Tinte arbeiten können. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Die Tür geht auf jeden Fall auf, aber ich bin gespannt, ob das jetzt eine eigene Welt noch ist. Öffne dich, Mario Land 2 Tür des Grauens. Jetzt habe ich Angst. Das war krasse Musik. So, Mario, ich habe alle Dinger hier und ich werde dich jetzt vernichten. Es ist keine eigene Welt, okay. Dann denke ich mal, oh, vielleicht ist es doch eine eigene Welt, aber da waren zumindest keine... Wow, Alter. Da war, oh, was ist denn hier alles los? Da waren auf jeden Fall keine Punkte. Und es hieß auch nicht irgendwie Wario Zone oder so. Sehr komisch eingerichtet hier, muss ich sagen. Oh, ich glaube, hier werde ich auch ein paar Mal häufiger sterben. Aber ich denke dann mal, am Ende dieses Levels wird Wario dann noch rumgammeln, oder? Oder wir sind halt erst nach dieser Türebene wirklich im Schloss drin. Weil an sich ist Wario ja ganz oben drauf und nicht hier unten. Aber dieses Level erinnere ich mich tatsächlich auch, komischerweise. Also so ein bisschen zumindest, so 5% vielleicht. Auf jeden Fall kommt so eine Art Déjà-vu bei mir in den Kopf. Oh Gott. Oh, diese Sprünge sind wirklich assig. Okay,
So, Concentration, Concentration. Egal, ob wir getroffen werden, Hauptsache rüber. Okay, okay. Jetzt hätte ich gerne noch einen Pilz oder zumindest eine Glocke. Oh Gott. Kann ich ihn überhaupt ausweichen? Oh Gott, okay, okay. Ah! Yo, what? Da ist einfach so eine riesige Pflanze und zwei dieser Dinger und keine Glocke und... Ach du Kacke, okay. Mal gucken, ob ich das mit meinen... Wie viele? 14? Mal gucken, ob ich das mit meinen 14 Leben schaffe. Hap, hap, hap. Ah, wenn ich hier mal nicht getroffen werden könnte, das wäre richtig geil, Leute. Okay, I'm safe. Ich bin safe. Okay. Wird aber funktionieren. Ich glaube, dieses schwarze Ding geht durch die Pflanze durch und trifft uns quasi nicht, wenn wir auf der Pflanze raufstehen. Ich hab's mal geschafft ohne... Bin so behindert. So behindert. Ah, zu doll gefreut. Karma, das nennt man Karma. Meine Lieben. Nein! Die Kugel hat mich verwirrt. Ich glaube, ich muss gleich, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir nochmal Leben irgendwie erkaufen. Ich habe ja zum Glück genug Geld. Weil ich davor nicht so super kacke war. Ach du Kacke, ey. Nein, lass mich. Die Sache ist halt auch, ich werde mega ungeduldig, wenn das immer so lange dauert. Dann mache ich sehr schnell Flüchtigkeitsfehler, wenn das nach einem Versuch mal nicht funktioniert oder nach drei Versuchen. Und dann ist alles doof, Leute. Okay, endlich mal wieder als Großer durchgekommen. Jetzt nur nicht zu forsch daran gehen, dann funktioniert das alles. Ich habe halt mega Angst, dass wenn ich keine... Na, okay. Wenn ich keine Leben mehr habe, hier ist garantiert der Boss. Nee. Ich muss ja auch erstmal noch eine Glocke kommen. Oh mein Gott. Wenn ich keine Leben mehr habe, dass ich dann alles, also wirklich alles nochmal machen muss. Alle Welten. Und das wäre richtig kacke. Oh, Pilz, danke dafür. Jetzt eine Glocke wäre auch mal ganz toll. Oder hier ein Kaiseblock, der super, super duper Stern bereithält. Oh Gott, und komische Plattform. Okay, wir machen das ganz langsam. Wir warten eine Runde. Oh, an diese Stelle erinnere ich mich auch noch richtig gut. Tatsache. Ich glaube, da bin ich sogar ein paar Mal gestorben, weil man da laufen muss, um hochzukommen. Weil wenn man einfach nur hüpft, dann ist man, glaube ich, nicht schnell genug. Ah nein, an diese Stelle erinnere ich mich richtig gut. Ich glaube, hier bin ich als Kind ultra häufig gestorben. Ja. Das muss man nämlich anpassen, wann man auf diese Plattform geht. Ich habe es beim ersten Try hinbekommen. Not bad, not bad. Dizzy, da muss ich mich mal kurz selber loben. Jetzt, Okay, Wario hat hier auf jeden Fall neue Fallen reingetan. Was geht ab? Kannst du aufhören? Din. Hey, da muss man ja getroffen werden. Hey, jetzt ist ja einfach noch so ein Ding. Hey, ultra assig. Oh, jetzt hör doch mal auf. Und keine Glocke. Keine fucking Glocke in dieser Map. What? Wenn ich es hier einfach mal durchschaffen würde als großer Mario. Never mind. Aber dann hätte ich da oben nämlich eine Blume und dann wäre das, glaube ich, wieder ganz einfach. Also dann schaffe ich zumindest diese komischen Hände da von Wario. Nein, jetzt muss ich das hier auch nochmal machen. Oh nö. Ich krieg den Jump doch nie wieder hin. Dieser Sprung ist so blöd. Komm her, du Plattform. Hey, nice. Alter, okay, ich bin einfach Profi. Sorry, Leute, aber ist so. So, ich werde jetzt einfach durchlaufen. Ich hoffe einfach... Lol. Ha, man kann wirklich einfach durchlaufen. Okay, beim letzten nicht. Aber davor. Okay, die ersten beiden kann man einfach durchlaufen. Die fallen runter oder gehen einfach kaputt. Nein! Why? Warum kommt auch keine Glocke? Ach du Scheiße, dieses Level. Oh, ich hab's ja mal geschafft, als Großer lang zu gehen. Muss ich nur noch diesen Jump hier hinbekommen. Mann! Ich war als Blue Mario da. Und dann laufe ich einfach die Plattform runter. Okay, nur dieser eine Jump. Nur dieser eine Jump. Okay. Wir sind als Blue Mario hier. Alles cool, Leute. Alles cool. Wir schaffen das. Okay, einfach durchlaufen. Dann passt das nämlich vom Timing her. Nur beim dritten nicht. Na gut, egal. So, und hier jetzt einfach nicht runterfallen. Und dann kommt hoffentlich bald mal eine Glocke. Das nimmt ihr echt schon, Mario. Mann! Dieser fucking Krotenkopf da. Okay, go. Ich habe noch zwei Leben, alles cool. Ich laufe einfach durch. Ich laufe. Ja, bitte eine. Oh nein, es geht noch weiter. Why? Why? Glocke, Glocke. Wie, jetzt kommt schon der Boss. Ohne Witz. Kann jetzt bitte mal eine Glocke kommen? Gott, was war da links, rechts, überall? Hallo? Hä, okay, er macht einfach gar nichts. Das verunsichert mich. Wieso macht der nichts? Wieso machst du nichts? Wieso machst du kein Feuer? Hier ist irgendwas so ganz komisch, Leute. Hier ist locker der Boss. Man muss einfach... Nee, auch nicht.
Okay, was ist das jetzt schon wieder? Bricht das zusammen? Oben sind Stacheln, die sehe ich auf jeden Fall. Ah, die gehen nach oben. Okay, verstanden. Das heißt, man muss sehr schnell loshüpfen, weil sonst knallt man gegen die Stacheln. Okay, okay, okay. Bitte kein Boss, bitte einfach eine Glocke. Ja, natürlich trifft er mich. Ja, natürlich trifft er mich. Na, Sigi. Hat mich zwar gar nicht getroffen, blöde Hitbox, aber okay, natürlich trifft er mich. Kann bitte, bitte eine Glocke kommen. Please, 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 bitte. Du bist keine Glocke. Oh Gott, muss ich dich besiegen? Ich muss ihn besiegen. Ich... Du Drecksackblase, Mann! Und keine Glocke. Keine verfickte Glocke. Es tut mir leid, aber ich muss Geld ausgeben, Leute. Ich brauche ein paar Leben. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal neu zu machen. Ey, ich habe 600 Gold ausgegeben und krieg gerade mal 5 Leben. Geil, ey. Geil. Jetzt verarscht mich das Spiel schon so ein bisschen, oder? Let's go again. Oh. Krieg das niemals hin. Ich krieg das niemals hin. Diese Steuerung ist zu schwammig. Alter! Ohne Leben zu verlieren. Das wird später helfen. Alter Schwede. Okay, okay, okay. Oh, eine Blume, Leute. Wir haben eine Blume für die Drecksackblase. Oh, wenn wir hier denn durchkommen. Okay, wir haben eine Blume für die Drecksackblase. Nein, immer noch nicht. Mann, wie weit war denn die Drecksackblase bitte weg? Da hat sich die SpongeBob-Serienmacher aber schon was abgeguckt, oder? Bei diesem einen Boss da? Ich glaube schon. Ich glaube, dieses Mario gab's vor SpongeBob. Da, hallo Drecksackblase. Ich mach dich fertig. Ich weiß nicht, ob ich auf dich... Okay, ich kann wahrscheinlich auf dich raufspringen, weil sonst habe ich ja gar keine Chance hier ohne... Hä? Der teilt sich wahrscheinlich auf, wenn man auf ihn raufspringt, oder? Oder wird einfach nur schneller? Okay. Aber man muss tatsächlich auf ihn raufspringen. Oder was? Ey, keine Ahnung. Okay, ersten Boss besiegt. Jetzt kommt er natürlich nochmal zweimal an. Warum auch nicht? Nicht wahr? Ja, geil. Richtig gut. Zack, zack. So. Muss man euch zweimal treffen oder nur... okay, man muss ihn tatsächlich nur zweimal treffen. Wie? Bitte, bitte nicht noch ein. Bitte nicht noch ein. Zumindest ein Pilz. Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Was auch sonst? Nochmal zwei von denen. Cool. Ja. So. Nein! Warum auch so viele? Och, Mann! Du standest doch schon drauf. Und immer diesen Anfang. Mann, und dann fail ich bei diesen einfachen Dingern. Ja. Ja, cool. Ich hab noch ein Leben. Ein Leben habe ich ja noch. Alrighty. Nummer 1. Nummer 2 und 3. Oh Mann, du läufst einfach gegen. Das ist wirklich mein letztes Leben, ne? Das hier sind dann die alten Thwomps, gell? Ich glaube, ich habe noch keinen Thwomp in diesem Spiel gesehen. Okay, ich bin wieder als Feuer-Mario hier. Das heißt, ich darf zumindest zweimal getroffen werden. Mal gucken. Der erste ist ja an sich nicht wirklich nicht schwer. Okay, Nummer 1. Die sind schon schwerer. Weil man da nicht in der Ecke stehen bleiben darf. Und ich mach's halt trotzdem, weil ich ein Dummkopf bin. Okay, gut, dass ich ihn getroffen habe. Hopp. Okay, ich war noch nie als großer Mario bei dem dritten. Ich hoffe, danach ist wirklich Schluss erstmal. Concentration, Concentration. Erstmal auf ein richtiges Pattern warten. Jetzt zum Beispiel. Okay, den wollte ich gar nicht treffen, aber ist auch okay. Den kriegen wir easy. Den auch. Okay, okay, das sieht sehr gut aus. Und wir sind sogar noch groß, Leute. Wir sind sogar noch groß. Okay, bitte eine Glocke, bitte eine Glocke. Glocke, 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 Glocke. Ich will jetzt noch nicht gegen den Boss kämpfen. Ich werde beim Boss garantiert verkacken. Hallo, Wario. Oh Gott, was machst du? Wario, was ist das da oben? Was machst du? Ich kann mich halt überhaupt nicht dran erinnern, ne? Ich kann mich null dran erinnern. Ich kann mich null dran erinnern. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Okay, ich darf nicht an dem falschen Ort stehen, weil sonst trifft er mich sofort. So, einfach auf ihn rauf, gell? Ja, ja, ja. Ja, ja, mach du mal. Komm her. Zack. Dich krieg ich doch easy tot. Easy, easy, easy. Die Bosse in diesem Spiel sind nicht schwer. Die Bosse in diesem Spiel sind nicht schwer. Du kriegst Wario tot. Come on, Mario. Mario, du kriegst das hin. Mario, du kriegst das hin. Ja. Nein, er hat noch mehr Leben, oder was? Als ob man ihn fünfmal treffen muss. Als ob man ihn fünfmal treffen muss. Nein, was? Oh, eine Möhre. Okay, immerhin.
Der hat einfach mehrere Phasen. Und er kriegt auch eine Möhre. Okay, Mario, Möhren-Mario gegen Möhren-Mario. Alles klar, alles klar, alles klar. Weiß ich Bescheid, Leute, weiß ich Bescheid. Okay. I see what your plan is. Oh. Tja. Ja, komm doch runter, komm doch runter. Ich mach dich fertig. So, Nummer 1. Wir müssen in der Luft sein, wenn er gerade runterstürzt. Denn sonst sind wir angreifbar. So, wir können aber hier auf die Statue gehen, habe ich gerade gesehen. So, das war Phase Nummer 2. Ich denke mal, er hat doch eine dritte Phase. Holy moly, und alles. Tollen Pilz, ey. Alles ohne Glocke, gell? Kriege ich auch irgendwas? Okay, das ist unfair, Wario. Wario, das ist unfair. Nein, Wario, das ist unfair. Stopp. Nein, Wario. Oh, ich bin klein geworden. Wario, das war's jetzt, oder? Ja, wer zum Baby? Zu dem, was du in Wirklichkeit... Ich gehe einfach weg. Ich will weg. Ja, hast du nun davon, wenn du mir mein Schloss wegnimmst? Nein! Oh. Was macht er? Er hat seinen Schuh nach uns geworfen? Das war's, oder? Das war's, oder? Das war's, oder? Wie ein kleines, bockiges Kind hat es seinen Schuh nach uns geschmissen und ist abgehauen anscheinend. Und war Marios Schloss sieht wieder aus wie vorher. Jetzt muss nur noch das W umgedreht werden. Ja. Ich hab's mit dem allerletzten Leben geschafft, oder was? Mit dem allerletzten Leben? Ja, da, guck, ich muss unter Druck arbeite ich besser. Holy shit, dieses Level. Und es gab halt gar keine Glocke. Du musstest gegen 3 Minibosse kämpfen, ihn dann noch 3-mal besiegen. Danke, Mario. Deine Quest is over. Wer dankt ihm denn da bitte? Hä? Er hat doch niemanden gerettet oder so. Verstehe ich nicht. Gut, wo jetzt hier die Credits durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz durchlaufen lasse. Kann ich aber ja ein bisschen über das Spiel jetzt nochmal erzählen. Also ich fand es ganz nice. Ich hätte gedacht, ich erinnere mich an mehr von dem Spiel tatsächlich. Aber anscheinend ist wirklich nur in meinem Kopf geblieben diese 3 Schweinchen. Warum? Auch immer. Gar kein Plan. Und so ganz kleine Bruchstücke aus anderen Leveln, aber nicht wirklich viel. Die letzte Map war fucking assig. Die Levels davor haben alle nicht darauf vorbereitet, dass das letzte Level so ein assiges Level wird. Also ich glaube schon, dass man da sehr frustriert ist als Kind und dass das viele Kinder damals nicht durchgespielt bekommen haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Leute. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben zum Glück nicht herausgefunden, was passiert, wenn wir gar keine Leben mehr haben, wenn Game Over ist. Ob man dann die ganze Welt nochmal neu machen muss oder was genau dann resettet wird oder ob man dann mit 3 Leben einfach wieder startet oder so. Kann alles sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schönes Spiel. Diese Aufnahme ging jetzt auf 40 Minuten. Das nimmt jetzt schon wieder Mario Maker-Qualitäten an. Von der Aufnahmedauer und so. Meine Güte. Blödes letzte Level. Ja, das war Mario Land 2. 6 Golden Coins. Ich kann die Endcredits nicht abbrechen. 2000 Jahre später. Aber es endet auch nicht. Hallo? Okay, die Credits haben einfach nicht geendet. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme, wenn ich nochmal in Welt B gehe. Okay, wir können das Endlevel jetzt immer und immer wieder machen. Das heißt, man sieht die Welt nicht in dem Zustand, wo Mario gewonnen hat, weil man die Credits einfach nicht überspringen kann. Das ist ein bisschen sad, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sad. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Die Bonuslevel reiche ich dann vielleicht nochmal nach. Ich habe jetzt gerade keine Lust dazu, weil mein Zimmer viel zu heiß ist. Diese Aufnahme sollte eigentlich nur ganz kurz werden. Ich habe extra kurz die Klimaanlage angemacht, damit es hier kurz kühl wird. Aber die muss halt aus sein bei den Aufnahmen, weil die sonst zu laut ist, bla bla bla. Und jetzt ging die Aufnahme halt, wie gesagt, einfach über 40 Minuten. Gut, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ja, ansonsten muss ich mal gucken, was ich dann als nächstes Let's Play. Mario Maker geht auf jeden Fall auch bald wieder weiter. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.